Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute habe ich mal einen freien Tag und wollte euch jetzt einfach mal ein bisschen mitnehmen, denn es sind ein paar coole Dinge geplant heute. Und genau, erstmal werde ich mich jetzt aber ein bisschen fertig machen, denn so kann ich natürlich nicht rausgehen. Jetzt geht's für mich einmal ganz schnell in die Bibliothek, denn ich will ein paar Bücher zurückbringen und neue ausleihen. Und da muss ich mich ganz doll beeilen, weil ich will noch den nächsten Bus kriegen. So, ich bin mittlerweile zurück aus der Bibliothek, schon etwas länger, ehrlich gesagt. Aber ich wollte euch jetzt einmal ganz kurz zeigen, was ich mir aus der Bibliothek mitgenommen habe. Und zwar ist es dieses Buch, das habt ihr eben, glaube ich, sogar schon gesehen. Flaming Clouds, der Himmel in deinen Farben, heißt das Buch von Gabriela Santos de Lima. Und ich habe super viel schon über dieses Buch auf Insta, auf irgendwelchen Bookstagram-Accounts gesehen und wollte das jetzt endlich mal lesen. Und ich finde generell Bibliotheken total cool. Ich liebe es, einfach Bücher mal so zu lesen, ohne sie gleich zu kaufen und dann wieder zurückzubringen und dann gleich das nächste Buch zu lesen. Und das Einzige, was mich nervt, ist, wenn ich Bücher lesen möchte, die dann nicht verfügbar sind, wie das andere Buch, was ich eigentlich auch noch ausleihen wollte. Das wäre nämlich High Hopes gewesen. Das ist aber irgendwann im Juni wieder verfügbar wohl. Dann habe ich noch drei Filme mitgenommen. Einmal heißt der eine Film Super Hypochonder mit Kat Merat, Danny Boone und Alice Pohl. So sieht das aus. Dann habe ich mir La La Land mitgenommen. Ich habe das leider irgendwie verpasst, damals im Kino zu sehen. Deshalb wollte ich das jetzt endlich mal nachholen. Und irgendwie fand ich den Film hier auch ganz nett. Der Landarzt von Chaussy. Ich glaube, das kann ganz witzig werden. Es ist ein französischer Film, also mal schauen. Irgendwie fand ich die Beschreibung ganz nett. Das schaut so aus. Genau, und dann ist es jetzt so, wie geht's jetzt weiter? Ich habe geplant, eigentlich heute mit meinem Stand-Up-Paddleboard auf dem See zu fahren. Leider regnet es in Strömen und deshalb wird das nicht stattfinden. Aber meine Mitbewohnerin und ich haben uns etwas anderes ausgedacht, weshalb wir jetzt schwimmen gehen in der Schwimmhalle. Aber sie hat noch Frühdienst, meine Mitbewohnerin. Deshalb muss ich mir ein bisschen die Zeit vertreiben. Und jetzt dachte ich, zeige ich euch einfach mal, was gestern so bei mir angekommen ist. Denn da sind zwei Pakete angekommen. Ein großes und ein etwas kleineres. Da ist einmal das hier angekommen. Das ist ein Buch, was ich verschenken möchte. Das habe ich extra bestellt für eine bestimmte Person, für einen guten Freund. Der ist Arzt. Und
Das hat was zu tun damit, dass er Arzt ist, sonst hätte ich das jetzt nicht gesagt. Das Buch heißt Jetzt tut es gleich ein bisschen weh. Und der hatte eben jetzt Geburtstag, deshalb habe ich es bestellt. Sonst, ja, der hatte jetzt Geburtstag und ja, das wollte ich ihm dann zum Geburtstag schenken. Das andere Paket ist, ja, das hier. Das ist ein Ventilator. Denn ich habe jetzt schon die Schnauze voll von dieser Hitze und ich will wenigstens zu Hause ein bisschen frische Luft haben, die auch ein bisschen kühler ist. Also lasst uns das Ding mal aufmachen und aufbauen. Also, der ist relativ günstig gewesen mit irgendwie, glaube ich, 25 Euro. Ist natürlich jetzt auch kein großer Ventilator. Natürlich alles unbezahlte Werbung. Ist jetzt kein riesiger Ventilator, aber ich habe in den Rezensionen gelesen, dass er wohl hält, was er verspricht. Und er verspricht 3 Meter Reichweite. Und das ist mir genug. Und eine Zimmergröße bis 23 Quadratmeter für den Preis. Es gibt auch noch einen größeren, soweit ich weiß. Oder ist der andere kleiner? Auf jeden Fall gibt es noch eine andere Zimmergröße quasi. Aber ich habe mich jetzt für den hier entschieden, weil ich habe jetzt keine Ahnung, wie groß mein Zimmer ist, aber ich habe jetzt mal geschätzt, dass es so um die 20 Quadratmeter hat. Auf jeden Fall ist er nicht zu laut. Ich finde es eigentlich gerade ganz angenehm. Und ja, das ist jetzt noch nicht so eine große Reichweite von dem her. Aber ich denke, auf der Stufe 2 oder 3, ja, da macht er schon ordentlichen Wind. Das kommt gut. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem neuen Ventilator und ja, Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Das kommt mir jetzt gerade total vor wie so ein total blödes Review. Ja, aber ich bin zufrieden damit. Ja, nachher habe ich dann um 14 Uhr noch einen Arzttermin und der geht aber nur so eine halbe Stunde und ist hier direkt zu Fuß 200 Meter von mir entfernt. Und dann ist hoffentlich meine Mitbewohnerin auch vom Frühdienst zurück und dann können wir hoffentlich direkt ins Schwimmbad. Jetzt geht es aber erstmal für mich daran, dass ich irgendwas mir zu trinken mache. Ich habe nämlich irgendwie voll Lust auf einen Tee oder sowas und ich schaue mal, ob ich noch was zu essen zu Hause habe. Eigentlich müsste ich einkaufen gehen, aber das... Ja, ich wollte heute mal einen coolen, schönen Tag machen und habe irgendwie keine Lust, einkaufen zu gehen. Bewaffnet mit meinem Pizzabrot und dem neuen Buch aus der Bücherei, werde ich jetzt einfach mal noch ein bisschen lesen. Jetzt ist ungefähr 13.15 Uhr und ich muss eben so um ja, 10, Viertel vor zwei, 10 vor zwei spätestens los zu meinem Arzttermin. Und die Zeit verbringe ich jetzt eben noch ein bisschen mit Lesen, weil ich auch super gespannt bin, worum es in dem Buch geht und ja, will unbedingt jetzt sofort anfangen, damit zu lesen. Ja, wir waren jetzt im Schwimmbad, sind jetzt wieder zu Hause angekommen und das war auf jeden Fall ein total schöner Tag im Schwimmbad, ne? Ja, das war cool. Wir sind super viel gerutscht und ja, sind viel im großen Becken gewesen, haben also viele Bahnen auch geschwommen, aber da gibt es eben auch super tolle Sachen, so mit so Sprudelbecken und auch einen kleinen Außenbereich. Das war auch total schön. Ja, also so geht ein richtig schöner Tag zu Ende und damit auch mein Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!